Sehr geehrte Frau Präsidentin, Damen und Herren Abgeordnete, verehrte Gäste. Auch wenn das Thema der Aktuellen Stunde doch sehr allgemein gehalten ist und keine Angelegenheit aus dem Bereich der Landespolitik aufgreift, ist es dennoch angebracht, dass wir uns als Landesparlament mit dem Thema befassen. Hat es doch zumindest mittelbar auch Auswirkungen auf unser Bundesland. Meine Damen und Herren, die gemeinsame Sicherung der EU-Außengrenzen ist dafür die Mitgliedstaaten die entscheidende Voraussetzung dafür, dass an den EU-Binnengrenzen auf systematische Kontrollen verzichtet werden kann und die Bürger weiterhin ihren Wohnort frei wählen und ungehindert reisen können. Die jüngst eingerichtete Grenz- und Küstenschutzagentur soll dazu beitragen, die vorübergehenden Binnengrenzkontrollen in einigen Staaten des Schengen-Raumes beenden zu können. Das Mandat der Grenz- und Küstenschutzagentur reicht dabei weiter als das von Frontex. Neben der Unterstützung von Mitgliedstaaten bei aktuellen Problemen soll sie für die einheitlichen Standards bei der Grenzsicherung sorgen. Im Hinblick auf die Erlangung der vollen Einsatzfähigkeit der Europäischen Grenz- und Küstenwache wurde in den vergangenen Monaten weitere Fortschritte erzielt. Laut Mitteilung der EU-Kommission vom letzten Monat über die Einsatzfähigkeit der Grenz- und Küstenwache ist durch den Einsatz von mehr als 1.600 Beamten zur Unterstützung der nationalen Einsatzkräfte in Griechenland, Italien, Bulgarien und Spanien der Schutz der EU-Außengrenzen verbessert worden. Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache hat die Gefährdungsbeurteilung der Außengrenzen der Schengen-Staaten abgeschlossen und konkrete Empfehlungen an 20 Staaten ausgesprochen. Damen und Herren Abgeordnete, im AfD-Bundestagswahlprogramm heißt es, das Schengen-Abkommen betrachten wir als gescheitert, da eine wirksame Kontrolle der Außengrenzen nicht gegeben ist. Dann heißt es weiter, es muss deshalb wieder ein deutscher Grenzschutz aufgebaut werden, der die Staatsgrenzen zu schützen vermag, wobei der freie Personen- und Güterverkehr zu gewährleisten ist. Also dieser zweite Satz ist ein Widerspruch in sich. Die heutige Aktuelle Stunde besagt, Grenzen zu schützen und Solidarität mit Italien zu üben. Dies legt den Schluss nahe, dass die AfD von ihrer Forderung nach Kontrolle der nationalen Grenzen Abstand nimmt und sich auf die Sicherung der EU-Außengrenzen verlegt. Die deutschen Grenzen zu sichern, wäre auch kein Beitrag zur Solidarität mit Italien. Sehr geehrte Damen und Herren, die Europäische Union muss gemeinsam ihre Zusammenarbeit mit Drittländern intensivieren, um die EU-Außengrenzen besser zu schützen und nicht zu vergessen, dafür zu sorgen, dass Schutzbedürftige eine Zuflucht erhalten. Nach der Konferenz der EU-Innenminister am 6. Juli will die EU gemeinsam mit Libyen Schlepperbanden bekämpfen. Dazu soll die libysche Küstenwache personell verstärkt und besser ausgerüstet werden. Die Küstenschützer sollen künftig selbst alle Schlepperboote einfangen, die von Libyen aus starten, damit sie erst gar nicht aus das offene Meer hinauskommen. Außerdem sollen private Seenotretter strengere Regeln auferlegt bekommen. Ein geplanter Verhaltenskodex sieht vor, dass nicht mehr in libyschen Hoheitsgewässern fahren dürfen. Auch sollen Hilfsorganisationen jegliche Kommunikation mit Menschenschleppern verboten werden. Damen und Herren Abgeordnete, Anfang des Monats hatte Italien von den EU-Staaten mehr Unterstützung bei der Aufnahme von Flüchtlingen gefordert. In Italien sind seit Jahresbeginn nach UN-Angaben fast 20% mehr Flüchtlinge angekommen als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt trafen seit Januar mehr als 85.000 Bootsflüchtlinge ein. In diesem Zusammenhang ist auch die Mitteilung der EU-Kommission vom 13. Juni 2017 über die Fortschritte bei der Umverteilung und Neuansiedlung von Flüchtlingen zu sehen. Danach ist das Tempo der Umverteilung im Jahr 2017 deutlich gestiegen. Mit fast 10.300 umverteilten Personen seit Januar ist ein fünffacher Anstieg im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. Die Gesamtzahl der Umverteilung lag Anfang Juni bei 21.000 Menschen, fast 14.000 aus Griechenland und 7.000 aus Italien. Neu angesiedelt wurden 16.400 Menschen in Europa. Meine Damen und Herren, die Europäische Union beruht auf Solidarität und geteilter Verantwortung.
In den letzten Monaten hat die EU-Kommission diejenigen Mitgliedstaaten, die noch keine einzige Person umverteilt oder eine entsprechende Zusage gegeben haben, wiederholt zum Handeln aufgefordert. Leider haben die Tschechische Republik, Ungarn und Polen trotz dieser wiederholten Aufforderung unter Verstoß gegen die rechtlichen Verpflichtungen, auch gegen ihre Verpflichtungen gegenüber Griechenland, Italien und anderen Mitgliedstaaten, noch nicht die erforderlichen Maßnahmen getroffen. Vor diesem Hintergrund hat die Kommission gemäß ihrer Ankündigung im letzten Fortschrittsbericht zur Umverteilung und Neuansiedlung beschlossen, Vertragsverletzungsverfahren gegen diese drei Mitgliedstaaten einzuleiten. Damen und Herren Abgeordnete, wenn vor diesem Hintergrund die AfD-Fraktion die von ihr beantragte Aktuelle Stunde Solidarität mit Italien betitelt, heißt das für mich, dass sie neben der Sicherung der EU-Außengrenzung eine Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU befürwortet. Diese von der AfD-Fraktion postulierte Solidarität beinhaltet damit auch eine Missbilligung der Weigerung Ungarns, Polens und der Tschechischen Republik, Flüchtlinge aus Italien abzunehmen. Meine Damen und Herren, für die SPD gilt es, die Kontrollen an den Außengrenzen des Schengen-Raumes zu verstärken und das Grenzkontrollsystem der Schengen-Mitgliedstaaten effektiv umzusetzen. Dieser Schutz ist die Bedingung für offene Grenzen und für Freizügigkeit im Inneren der Union. Die SPD fordert ein gemeinsames Konzept zum Schutz der europäischen Außengrenzen und den Aufbau einer gemeinsamen europäischen Grenzschutzpolizei. Um die Außengrenzen ausreichend schützen zu können und so einen Geburtsfehler bei der Schaffung des Schengen-Raumes zu beheben. Damen und Herren Abgeordnete, in der Flüchtlingspolitik sollen alle EU-Mitgliedstaaten Verantwortung übernehmen. Wir wollen eine solidarische Verteilung der Aufgaben für Flüchtlingshilfe und eine einheitliche Entscheidungspraxis in der EU. Dass sich einzelne Mitgliedstaaten dem gemeinsam beschlossenen europäischen Asylsystem verweigern, ist nicht zu akzeptieren. Wer illegale Migration eindämmen will, muss legale Einwanderungsmöglichkeiten schaffen. Es sollten über feste Kontingente Schutzberechtigte kontrolliert in die EU aufgenommen werden. Sie sollen nach einem fairen Schlüssel auf alle EU-Mitgliedstaaten verteilt werden, auf legalem Wege, ohne kriminelle Schlepper und ohne die Risiken lebensgefährlicher Fluchtrouten. So können wir die Integration der geflüchteten Menschen besser vorbereiten, steuern und ordnen. Zugleich behält der Staat die Kontrolle über die Einwanderung in unser Land. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.